Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap Version 3.1. Ohne Gräben. Wir sind ja in den Vorbereitungen für den Umzug auf die Vierfach-Map. Ich muss jetzt erstmal gerade Wasser zur Weberei bringen. Die Weberei hat kein Wasser mehr. Kann dann dementsprechend nicht mehr weben, beziehungsweise kann die Wolle nicht waschen. Ich sehe nichts, weiß nicht, wo ich bin, was ja nichts Neues. Ja, da. Da wird produziert. Ey, du, produzier mich nicht. Ah, ich hab noch ein bisschen. Ein bisschen was hab ich. Ja, er ist fertig. Hab ich mir gedacht. Folge ins Tor. Bernie Blindmann. Ja, Entschuldigung. Ihr habt alle noch Wasser. Leute, das wird die letzte Folge in dieser Session werden. Danach sehen wir mal weiter. Ich weiß auch nicht, wann ich dann wieder zum Produzieren komme. Ich habe auf jeden Fall schon für die nächste Zeit, denke ich mal, bis zum Umstieg auf die Nordfriesische Marsch. Zeit, also bis Mitte Dezember, die kriege ich auf jeden Fall voll. Dann gucken wir mal weiter. Ich mache jetzt hier auch nur noch diese eine Ladung Wasser rein. Dann gucke ich mal, die werden sich ja melden, wenn es wieder Bedarf besteht. Da läuft es und läuft und läuft. 11 Millionen, geil. So, was hatte ich ausgerechnet? Was bringt mir so eine Palette da oben drauf? 62.000. Jetzt 20 Paletten, das sind 1,2 Millionen, die mir der Anhänger jetzt da oben bringt. Das ist nicht so schlecht. Nee, stimmt nicht. Eine so eine Palette nicht. Nein, völliger Quatsch. Eine Palette Wolle bringt mir eine Palette Stoffrollen. Ja. 4000 mal 20.000 bringt mir eine. Naja gut, das sind 400.000. Nicht die Welt, ne? Die Welt. Aber egal, ich will mich nicht aufregen. Das ist auch Geld. Wir haben ja schon so viel. Das richtige Geld, das machen wir eben mit Schnaps und mit Bier. Im echten Leben eben, ne? Und noch mehr Geld hier verdienen wollen würde, müssten wir noch Drogen und Waffen produzieren, aber das will ich gar nicht und ich hoffe, es kommt auch niemand auf die Idee und macht sowas. Irgendwelche Mondfelder oder sowas. Möglich ist alles, aber ob es denn wirklich sein muss, ist die andere Frage. Ich finde nicht. Aber das ist nur meine Meinung. Das Fass kann man ja gleich mal wieder auffüllen. Schadet ja nicht. Und was sind wir tatsächlich erst so kurz hier jetzt in der Folge? Ja, wird wohl. So, wo sind wir denn noch? Was können wir denn noch machen?
Unsere Viecher brauchen Futter. Futter brauchen unsere Viecher. Kann man da machen? Füttern. Mit Mischfutter. Wo kriegen wir das Mischfutter her? Ich hol's jetzt mal aus der Mischfutterfabrik. Wir haben zwar auch das Hofsilo voll mit Mischfutter, aber die Mischfutterfabrik ist eben auch voll und kann gar nicht mehr produzieren, weil da 300.000 Mischfutter sind. Und davon können wir ja mal die Hälfte abholen. Unsere Kühe brauchen auch reichlich. Und den Rest kippen wir ins Hofsilo. Alles, was im Hofsilo ist, übernehmen wir mit auf die neue Karte. Hallo, Schafe. Voll machen bitte. Ich glaube zwar nicht, dass man in echt mit so einem Doppelgespann durch einen Kuhstall fahren würde, aber möglich ist alles. Immer wichtig, dass wir hier wieder versorgen. So, sagte ich schon, es ist die letzte Folge in dieser Session, was für euch aber keine Auswirkung hat, aber ist hier gleich Mitternacht, ich werde gleich ins Bett gehen. Na los. So, sehr schön. Bin ich gespannt, wie viel wir davon bei unseren Kühen verklappen. Na los. Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Bis das hier voll ist. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Habe ich eigentlich schon in dieser Folge auf die Gelduhr oben verwiesen mit 11,155 Millionen Euro. Ach, schon geil. Was ich jetzt alles kaufen könnte. Felder. Aber will ich ja gar nicht. Dann möchte ich mir lieber auf der neuen Map noch 5000 neue Felder kaufen. Und neue Maschinen und Tiere und überhaupt. Mal gucken. Noch mit der Ernte anfangen. Weil ich nicht schaffe. Weiß nicht.
Gucken, ob ich überhaupt reinkomme mit dem langen Zug. Abkippen. Eins. Warte mal. Ganz ausschalten. Ja, Gras liegt da noch mehr als genug. Aufdrücken. Hofsilo. Ab ins Hofsilo damit. Ja, und ich glaube, den Rest Mischration, den verkaufen wir nochmal eben, der da noch war. Hätte ich jetzt mit dem auch machen können hier. Na, egal. Haben wir dann auf dem neuen Hof mehr als genug Mischration erstmal im Hofsilo, bevor wir denn angefangen haben, Silo zu machen. Bevor wir angefangen haben, Gras zu mähen und bevor wir Stroh haben und so. Das passt schon. Schon ganz okay. Nein, für eine Station kriegst du nicht wirklich viel. Nur zwischen 60 und 120.000 Euro pro Anhänger. Je nachdem, wie der Preis gerade ist. Aber wir machen das jetzt einfach mal und mehr machen wir in dieser Folge dann auch nicht mehr. Wenn das vollgelaufen ist, ist die Folge vorbei. So, ich beame mich mal eben in den Stall. Folge. Kümmere mich eben darum, dass hier ein bisschen zum Gras. Wo ist der Grastrigger? Er hat doch gesagt, es fehlt Gras, oder nicht? Wüsste, wo hier der Grastrigger ist. Okay. Ja, sieht gut aus. Mehr als zufrieden, würde ich sagen. Wir gehen zur Futterfabrik. So, Futterfabrik. Das ist voll. Motor anmachen, ne? Wird besser mit dem Fahren. Den noch eben voll. Dann verkaufen wir den direkt auf der anderen Straßenseite. Mischration steht hier, glaube ich, gar nicht drauf, oder? Sehe ich das nun?
Backwaren bei Edeka. Oh, Preis. Haben wir aber nicht so viel. Also wir haben zwar welche, aber nicht so viele. Ich glaube, da warten wir, bis wir Mehl gemacht haben und dann Backwaren produziert haben. Mehl machen wir auch gleich noch. Also heißt, machen wir auch gleich noch. Machen wir noch vor dem Umstieg. Ja, doch jetzt recht viel. Ich habe jetzt noch Raps und Weizen. Verschiedene Felder. Also ich habe... zwei Weizenfelder. Feld 1 und Feld 4. Wieso habe ich eigentlich so wenig? Ich wollte... Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich... Wollte ich so Feld 6 und Feld 7 wollte ich eigentlich auch Weizen machen und nicht alles Raps. Ah, ich könnte mich gerade voll in Arsch beißen, auf Deutsch gesagt. Das wollte ich doch alles Weizen haben da oben. Das wollte ich doch zur... Oh, zur Mühle bringen. Nein. Was habe ich da von Raps gemacht? Ja, gut, müssen wir... Aus Raps können wir nicht viel machen. Müssen wir Öl und Diesel machen. Ja, ärgerlich. Mann. Oh, könnte mich ärgern. Ich ärgere mich auch gerade. Ich ärgere mich auch. Ich könnte ja jetzt cheaten und das dann im Editor verändern. Das mache ich nicht. Und doch. Dann sind wir gleich am Ende, wenn wir hier abgeladen haben. Ja, 100.000. Zuklappen. Komme ich da nicht durch? Ja, 100.000 ist doch besser als nix. Ach, zugeben. So. Wir haben verkauft. Jetzt bleibe ich da wieder hängen. Ist der schon zu? Ah, er geht gerade zu. So. Wir, ja, 94.000, so schnell haben wir den Preis gedrückt. Egal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war's für diese Folge und auch für diese Session. Gucken wir nicht zur nächsten Session kommen, das hat euch aber nicht zu interessieren. Ihr kriegt auf jeden Fall eure Folgen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Über jeden Kommentar, jedes Like und jedes Abo freue ich mich. Und noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich Ciao!